Basel, wo man sich im Großen und Ganzen nicht gross Sorgen macht um die Zukunft der Fasnacht. Aber es gibt auch Regionen, wo das ganz anders aussieht. Zum Beispiel habe ich hier einen Artikel gefunden im St. Galler Tagblatt vom 3. Februar, was heisst, der Pfaus ist aus. Da löst sich das Abtwiler Fasnachtskomitee nach der diesjährigen Fasnacht auf. Und gerade vorhin haben wir mit dem Präsidenten von der Gugge Bünzgeister von Bünzen geredet, der das ja auch die letzte Fasnacht macht. Auch von Guggenmusik Glöckli klicken, Amriswil im Kanton Thurgau geht es in diesen Tagen los mit der Beizentour. Am Telefon ist Adrian Wittmer, seit 12 Jahren Präsident von der Guggenmusik Glöckli klicken. Herr Wittmer, wir haben gerade vorhin eben mit dem Präsidenten von der Gugge Bünzgeister geredet, der sich in diesem Jahr auflösen muss. Bei Ihnen ist das Gott sei Dank nicht so. Was machen Sie denn alles, damit es weitergeht mit der Gugge? Ja, wir haben einen motivierten Verein, super Mitglieder, die immer vollziehen und einen super Vorstand, der 150% Gas gibt, dass auch immer Mitglieder motiviert sind. Es gibt natürlich viele Vereine, wo das nicht ganz so gesehen, sprich, wo nicht immer das machen, was die Mitglieder wollen oder vielleicht auch nicht das, was das Publikum will. Und so ist es halt manchmal schwierig, dass es bei uns Veranstaltungen dann nicht mehr gibt. Also die Veranstaltungen zum einen, wie ist es denn mit dem Nachwuchs? Haben Sie da keine Probleme? Wir haben das Glück gehabt, dass wir plus minus immer Mitglieder wieder finden. Aber es ist nicht ganz einfach. Wir müssen auch unsere Leute auch motivieren dazu, zum Neuen suchen. Nicht nur in den eigenen vier Wänden machen, sondern Kollegen zu motivieren, dass die zu unserem Verein kommen. Und was haben Sie das Gefühl, warum das heute doch einiges schwieriger ist, die Jungen zu motivieren als früher und einfach an den Verein auch zu binden? Ja, wenn ich auch klein war und die Eltern gesagt haben, gehst du in den Turnverein oder einen Musikverein, hat es zwei Vereine gegeben. Im Dorf, ich habe gesagt, ja, gehe ich in den Musikverein, turnen bin ich nicht so der Hirsch. Und dann hat man auch dort gelernt, was heisst, in einem Verein sein. Heute hat man viel mehr Möglichkeiten. Heute kann man das machen. Und manchmal hat man auch das Gefühl, die Leute sind wieder gestresster als vorher. Sprich, man will sich auch nicht mehr binden. Jeden Montag zum Beispiel in Probe oder wie wir 7 Wochen eine Fasnacht machen. Und das ist, denke ich, ein Problem heutzutage. Oder eben auch, dass man sogar konkurrenziert wird von den anderen Vereinen, wie zum Beispiel einem Sportverein. Ja, das ist sicher auch so, aber das ist auch immer ein bisschen bedingt, wenn wieder Fußball-WM ist, wenn alle Fußball machen, wenn alle Eishockey-Mannschaften gut sind im Dorf, dann wenn alle Eishockey machen. Ich denke, es ist ein Grundproblem, es sind alle Vereine Probleme, neue Mitglieder zu finden, wie ich vorhin auch gesagt habe. Und die Leute binden etwas, da wollen heute nicht mehr viel, heute braucht man Freiheiten, heute braucht man, wie gesagt, heute Abend gehe ich lieber in die Party, ich bin nicht im Verein und am Wochenende will ich lieber da. Und ich denke, da muss man die Jungen wieder ein bisschen dran und ein bisschen sagen, dass es nicht nur so ist, wo man macht, cool ist, sondern dass der Zusammenhalt, wo man zusammen eine Art hat in einem Verein, dass das etwas ist, was einzigartig ist. Und da tut man jetzt auch mal Proben, nehme ich jetzt einmal an, und üben, das gehört halt dann auch dazu. Und das ist vielleicht für viele heute auch schon wieder zu verbindlich, dass man muss vielleicht so eine Probe einhalten einmal. Ja, das ist schon so. Proben ist nicht so lustig, aber der Erfolg auf der Bühne wirklich alle. Und darum muss man auch die Probe so gestalten, dass es für alle passt und dass es eine Art auf ein Minimum ist, eine Art, das funktioniert. Aber es ist auch ein Tag, wo man wieder für einen Verein etwas macht und wo man nicht daheim ist, wo eben manchmal auch schwierig ist, dass Leute dann Zeit haben, weil es auch einen Job haben, vielleicht was zu Nacht arbeiten oder sonst einfach keine Zeit haben. Ja. Und man muss es natürlich auch wählen und machen. Es braucht ein Engagement. Sie spielen auch manchmal im Ausland, habe ich gesehen, auf Ihrer Webseite. Diesen Monat gehen Sie zum Beispiel an Karneval auf Düsseldorf. Wie kommt das? Düsseldorf, da haben wir schon lange Kontakt. Wir sind immer ins Ausland gegangen, früher noch schon. Wir sind schon auf Garmisch, auf New York, überall ein bisschen hin. Und dort lernt man dann wieder neue Leute kennen, neue Kontakte. Und wir haben wieder das Glück, dass wir dürfen auf Düsseldorf an die Fasnacht nochmal total anders ist als hier in der Schweiz. Dort lebt die ganze Stadt, lebt die Fasnacht in dieser Zeit. Und als Musiker ist man dort auch sehr angesehen, sprich, wenn man irgendwo Gocker spielt, dann gibt es eine Gage, dann gibt es etwas zu trinken, etwas zu essen, wo hier in der Schweiz einfach ein bisschen anders ist. Und da freuen wir uns riesig drauf, dass wir wieder dürfen dort hingehen. Und das ist natürlich auch ein Anreiz, kann man vorstellen, für alle Mitglieder, wenn es heisst, jetzt gehen wir auf Düsseldorf oder eben auf New York. Was haben Sie denn in New York gemacht, respektive wo haben Sie denn hier gespielt? Wir haben dort auch dürfen auf der Stadt spielen. Ist Stäubleparade, hat es glaube ich geheissen. Das war noch vor meiner Zeit gewesen. Das ist schon länger her. Aber ist auch wieder ein Juck gewesen, wie unser Präsident, der vor mir war. Wir haben
hat man ein Ziel gesetzt, man geht einmal etwas Neues machen. Und dann hat man es probiert und einen riesen Erfolg dort in New York. Und die heutigen Mitglieder, die dort dabei waren, die reden jetzt noch von dem Anlass, wie cool und wie super, dass das war, da in New York zu spielen. Kann ich mir vorstellen. Und das ist eben, wie gesagt, wahrscheinlich auch ein Anreiz, um bei ihnen mitzumachen, weil man weiss ja, es könnte ja irgendwo hingehen, wo man noch nie war oder wo man zusammen einen Ausflug macht. Das verbindet ja auch immer, kann ich mir vorstellen, wenn man so etwas macht. Ja, da ist es so, wie ich vorhin gesagt habe, also Ausflüge auch nicht unbedingt nur an der Fasnacht, da bindet einem oder da gibt untereinander wieder Kit. Und wie gesagt, es ist, wir brauchen Mitglieder, die nicht nur das Hobby oder das Musikalische nachsehen, sondern mir ist immer wichtig, dass die Person auch zu rein passt, dass man so untereinander gut hat. Und wenn es einen Erfolg noch zeigt, dann ist es so einmal mehr noch besser. Und so alles wie jetzt auf Düsseldorf, das ist eine Sache, wo man lange redet, ein halbes Jahr davor redet und wo einem wieder Motivation gibt, um nochmal eine Saison zu machen. Kann ich mir vorstellen, wie ist es eigentlich mit dem Geld? Haben die Sponsoren, die euch per se Geld geben, dass ihr die Reise machen könnt? Oder werden ihr da eingeladen und das wird dann eh gezahlt? Oder zahlt ihr das selbst? Wir haben den Vorteil, dass wir relativ viele Sponsoren haben, die uns hier die Fasnacht unterstützt. Wir haben, ich kann sagen, wir haben fast 90.000 Franken Ausgaben. In den 7 Wochen haben die Fasnacht, das ist sehr viel. Und wir haben Sponsoren einen grossen Teil gezahlt, wir haben Arbeitseinsätze, die wir machen. Und wir haben zum Glück das grosse Los, dass wir keinen Mitgliederbeitrag mehr verlangen. Das ist auch ein Punkt, wenn wir jedem Mitglied mehr sagen, wenn wir 1000 Franken zahlen, dass es ein bisschen lustiger ist, eine Fasnacht, dann hätten wir, denke ich, noch mehr Probleme, um die Neuen zu motivieren. Aber dank unseren Sponsoren, Freunden und Gästen können wir unsere Fasnacht in Art so feiern. Und ohne gross Sportmanie mit Hand nehmen. Oh, das ist natürlich sehr toll, kann ich mir vorstellen, oder? Wenn man das nicht muss machen. Der Adrian Wittmer, Präsident von der Guggenmusik Glöckli-Glick Zamriswil. Ich habe das Gefühl, ihr freut euch schon, wenn da noch mehr würde zu euch kommen, oder? Ja, der Bus ist langsam voll. Wir gehen jetzt mit 74 Leuten auf Düsseldorf. Wir müssen einen Anhänger haben. Oder einen Teil mal fliegen. Für uns ist wichtig, nicht immer grösser, grösser und grösser. Das sind Sachen, die andere Vereine manchmal auch schlecht machen. Einfach noch mehr und noch mehr nehmen. Am Schluss muss die Person zum Verein passen. Den Fehler haben wir manchmal auch gemacht, dass wir Leute aufnehmen, die gar nicht dazu passen. Nur, dass man jetzt halt nochmal auf einer Stimme eine mehr ist. Aber wichtig ist auch, dass die Person dazu passt. Und darum wollen wir auch nicht grösser werden. Es hat sich einfach die letzten Jahre so ergeben. Und unser Ziel ist dann so bleiben, wie wir sind. Und dann funktioniert es auch. Und zusammen Freude haben, vor allem jetzt mal in Düsseldorf. Viel Spass wünsche ich, Herr Wittmer, danke schön fürs Telefon. Danke, danke, und liebe Grüße nach Amosil zu der Guggenmusik Glöckli Glicke. Und gerne wollen wir auch in dieser Stunde Treffpunkt von Ihnen wissen, ja, haben Sie ein Fasnachtsherz? Wenn ja, dann schreiben Sie uns doch unter srf1.ch Mail ins Studio.